So, ich hatte euch ja gerade meine grundsätzliche Stockhaltung am Set, am Pad erklärt, wie ich da spiele. Am Set ist das eigentlich fast identisch. Ich habe die Handrücken schräg oben und erreiche so jede Trommel. Ich versuche alles so aufzubauen, dass ich da schnell rankomme und mit dem Stick einfach nur noch da quasi in die Richtung fliegen muss. Ich habe fast immer die Handrücken oben, bis auf ein paar kleine Unterschiede, und zwar, wenn ich das Becken oder auch die Hi-Hat spiele. Ne? Nochmal, ich zeige das mal hier von oben. Ich kann das Becken, bei bestimmten Figuren spiele ich das Becken auch so mit dem Handrücken oben, zum Beispiel so bei Bossa Nova, spiele ich mal kurz an. Da habe ich auch den Handrücken oben. Wenn ich jetzt aber so zum Beispiel Jazz, Swing, schafflige Sachen spiele, dann ist das in der Tat so, dass dann mein Daumen nach oben geht. Ich zeige das hier nochmal von der Seite. Dass dann mein Daumen nach oben geht und ich mehr mit dem Daumen ins Becken reinspiele, aber ihn auch, den Stock auch wieder aus dem Becken rausspringen lasse. Also rausprallen lasse. Aber das habe ich einfach so, es hat sich bei mir so ergeben. Ich habe mir das bei vielen anderen Trommlern angeguckt. Das funktioniert dann bei mir besser, wenn der Daumen oben ist. Ich zeige es euch kurz. Genau das gleiche auch an der Hi-Hat. Da spiele ich meistens mit Handrücken oben. Vor allem, wenn ich so schnelle 16-Figuren spiele. Ab und an, wenn ich gerade aber auch so swingige Figuren, auch wenn die vielleicht gerade klingen auf der Hi-Hat spiele, spiele ich auch mit dem Daumen und den Fingern so in die Hi-Hat rein. Ja? Und dann helfen die Finger, aber der Daumen drückt von oben. Hat sich so ergeben, habe ich mir bei Helden von mir abgeguckt. Frag mich nicht warum, aber es funktioniert dann besser für mich. Wollte nur sagen, ich switche halt zwischen diesen Techniken am Set. Ich mache das mal kurz vor. Nur, dass euch das klar ist, dass ich das so mache. Nicht, dass ihr euch wundert, er hat doch gesagt, er hat immer die Handrücken oben. Das werdet ihr auch merken am Schlagzeug. Da ergeben sich auch Dinge. Da macht man das vielleicht ein bisschen anders. Seid da auch offen und nicht zu dogmatisch. Das darf man nicht. Man darf sowieso erstmal alles. Okay? Das war jetzt ein kleines bisschen komplizierter, aber ich glaube, ihr konntet mir folgen. Okay? Bis später.